Will ich dieses komische Soul Shard dann eigentlich bei mir behalten oder willst du den wieder haben? Den kannst du behalten, den kannst du dann voll machen. Und da ist er wieder. Yay! Die Animation ist einfach zu geil, wenn du durch den mit einem Linking Book reist. Habe ich ja noch nicht gesehen, wenn einer rauskommt, aber kann ich mir gut vorstellen, ja. So, Level 27, das heißt, ja, jetzt mache ich wirklich, ich mache Clean Stone, ich will das voll haben. Nebenbei, wir haben schon anderthalb Stunden aufgenommen. Oh Gott, und nichts getan. Oh, meine Fresse. Was denn? Doch. Nichts eine getan. Sache, 61 Sache. Blaze gekillt in den letzten Viertelstunde. So, damit mir keiner nachsagen kann, dass ich in dieser Aufnahme nichts getan habe, gehe ich jetzt meine Felder abernten. Lalala. Lalala. So. Drei, bitte. Etwas mehr als 2,5 Level. Meine Güte, das ist doch nicht viel. Ja, das ärgert mich, weil ich weiß ganz genau, wenn ich dann offscreen wieder was baue, werde ich wieder gekillt von einer Wisp. Wie man hier schön sieht, der Chunkloader hat bereits gewirkt. Auch die Kartoffeln und die Möhren sind bereits fertig. So, und jetzt beginnt das spaßige Ernten und deswegen wollte ich das mit der Sichel machen. Hey, Party! Eigentlich müsste man oben bei der Netherwarzenfarm vielleicht auch so ein Ding hinsetzen. Wie groß sind diese Chunkloader? Wie groß? Ein Block? Weil ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn da auch sowas wäre, oder? Theoretisch. So. Wobei, da könnte man dann auch im Zweifelsfall einen Spotloader setzen. Ja. Je nachdem, wie das mit den Chunkkanten da oben ist. Noch gar nichts gegessen. Das waren die falschen Kartoffeln. Das waren die bereits gebackenen. Ich wunderte mich gerade, warum. Ja, ich habe mich gerade gewundert, warum ich die Kartoffeln nicht pflanzen kann, sondern nur essen. Warum kann ich die Kartoffeln nicht pflanzen? Dann spart man sich den Ofen. Ich sag mal nichts dazu. Ach, ich kann ja jetzt auch hier meine Fauxpas abbauen. Ja. Kann man hier schließlich nicht so stehen lassen. Sieht ja furchtbar aus, das. So. Und weiter geht's. Hui. So. Hui. 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 Ganz ehrlich, das Ernten macht auf diese Art und Weise wesentlich mehr Spaß. Puh, kann ich mir vorstellen. Nur das Anpflanzen ist immer noch genauso zickig wie vorher auch. Kohle werde ich auch noch ein bisschen brauchen. Nein. So. Lala. Ui. Zack. Bin ja gespannt. Deswegen möchte ich auch ganz gerne in der Aufnahme noch enchanten. Vielleicht bringt's wieder Glück und das wird dann so ein imbares Schwert. Ja, also bisher hat's ja mit den Enchantments eigentlich recht gut geklappt. Hier auf jeden Fall. An anderer Ich sehe es kommt gleich, Diamantschwert, 30 Level. Knockback und Arachnophobie oder wie die Kacke heißt und das war's dann. Und dann Bane noch in niedrigen. Bane of Arthropods. Genau, und dann noch in niedriger Stufe. Ja. Es wäre nicht das erste Mal, dass mir so ein Schwert gelingt. Wäre nicht nur bei dir nicht das erste Mal. So, jetzt wird's dunkel. Erinnere mich da so an eine Aktion. Okay, ich habe jetzt 5 Schwerter enchantet. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 5-mal hintereinander Bane of Arthropods und Scheiße auf dem Schwert habe? Sehr hoch. Warte mal. Ich glaube, da mache ich auch ein Holzdach drauf.
Das heißt, ich brauche die, ich brauche das. Und ich brauche meinen Hackeball, falls ich mich verbaue. Ja. Ups. Falsches Werkzeug. Bam. Einziger Nachteil ist, für leistungsschwache Rechner und Server kann unter Umständen die Benutzung der Sichel unangenehme Folgen haben, weil nämlich spontan einen ganzen Arsch voll Items auf dem Boden liegen. Ja. So, mal gucken, was läuft hier draußen denn so rum? Vielleicht noch irgendwas, was ich abschlachten kann? Nö. Ach, nur ein Enderman, der ist uninteressant. Der haut zu doll. Du könntest ihn two-hitten, theoretisch. Er könnte mich aber auch vom Berg runter hitten, denn das ist mir hier oben noch zu riskant. Oh, die Kisten füllen sich. Sehr schön. So, Bams. So, kann ich ja gleich wieder noch, hopp. Hopp. Höhe für dein. Daneben soll da soll es denn genau. Und draußen vor dem Tor rennt schon wieder ein Angry Zombie rum, der mir ans Leder will. Du wirst lachen, es sind sogar zwei und es sind Angry Villager Zombies. Ja, da hatte ich auch schon mehrere hiervon und habe mich gewundert, wo die herkommen. Und gemäß dem alten Motto, mein Vater war ein italienischer Klempner, verprügel ich sie gerade mit der Rohrzange. Ach, hast du auch eine? Selbst gebohrt wahrscheinlich, ne? Was, die Rohrzange? Ja. Jo. Stimmt ja, die könnte ich auch mal einpacken. Frag mich, wie gut die ist. Die Rohrzange macht fast keinen Schaden. Ist doch wunderbar. So macht die Jagd erst richtig Spaß. Es muss doch ausgeglichen sein. War ja klar. okay. ja. Da werde ich wieder genügend Spaß beim Ausgleichen der Löcher haben. Creeper. Drei Stück. Och, was machst du denn noch immer? Ich bin nur an ihnen vorbeigelaufen. Ich habe noch nicht mal das Schwert in der Hand gehabt. Die haben gar keinen Grund gehabt zu explodieren. Ich wollte ihnen gar nichts Böses. Genau, unfreundliche Gesellen sind das, ne? Man will nichts Böses, man bringt ihnen sogar am besten noch eine gebackene Kartoffel als Friedensangebot vorbei und sie haben nichts Besseres zu tun, als Suizid zu begehen. Ja, und zwar der Sprengstoffweste. Nein, falsche Kartoffel. So, so, so. So, das kommt auch erstmal hier rein. Oh, ein Zombiebrain, Knochen. Das kommt erstmal. Hierhin. Die Shards auch. Ein bisschen brauchen die Öfen noch. Mal gucken, vielleicht kriege ich mein kleines Dach zumindest noch fertig. So, wie sieht's denn hier jetzt aus energietechnisch? Ist das Ding noch voll geworden? Oh Gott, nein, es ist nicht. Verdammt. Also, brauche ich mich durch noch ein Stack Kohle? Ja, die also Kohle nimmt langsam ab. Ja, ich sag doch, Kohle ist eine kritische Substanz. Ja, doch. Brauch zumindest einmal eine vollgeladene Rüstung, damit ich dann zwischendurch dann mal... nicht sterbe. Blaze jagen. ja, nicht sterbe, während ich Blaze jage. Das ist ein Plan, ja. Durchaus. So... Außerdem müssen deine Brust- und Beinstück ja auch noch geladen werden. Mhm. Die brauchen ja auch jeweils nochmal 100.000 Energieeinheiten. Oh mein Gott. Yep. So. Dafür beschützt dann das Ding aber auch ziemlich gut und erhöht auch die Fallschadenresistenz. Oh, ich hab hier oben ein paar Freunde gefunden. Freunde? Angry Zombie, Spinnen.
Da kann ich ja mal meinen Bogen am Zombie ausprobieren. Wo ist er denn hin? Versteckst du dich vor mir? Hallo? Ach, Mitchell, lauf doch nicht weg. Der läuft hier. Nein, das ist unschön. Na egal. Und tschüss. Jeder andere hat Panik. Er. Komm hier, komm ran. Es fehlt nur noch das. Es fehlt eigentlich nur noch, dass du irgendwann, wenn mal wieder so eine Aktion. Und ein Creeper steht hier auch noch. Hallo, Kleiner. Ja. Irgendwann warte ich auch. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem da so eine ganze Horde an Gegnern steht und du einfach mit einem fröhlichen Leroy in die Menge rennst. Gut, den solltest du vielleicht erklären. Ich kenne den ja auch nicht so genau. Der Leroy Jenkins, unter WoW-Spielern unter Umständen bekannt. Da gab es so eine Trophäe. Lang ist's her. Ich weiß es auch nicht wirklich ganz genau, hab das Ding nie gekriegt, so viel habe ich nicht gespielt. Aber Leroy Jenkins bezeichnet eine Person, die meist vollkommen unbewaffnet direkt in die nächstbeste marodierende Gegnerhorde rennt. Da gab es wohl auch einen geschichtlichen Hintergrund, den ich allerdings leider nicht ganz zusammenkriege, aber in groben Zügen ist es das. Ja. So, oh, Springpulver, halalala. Immer noch nicht fertig, ihr dummen Steine? Mann, wie sieht's aus? Brennen unten die Öfen noch? Jo. Da müssen wir gleich durch sein. Wie viel habe ich hier oben noch? 4 Steinchen noch. Ja? 16 Stück liegen noch drin. Jeweils. Ja, das passt. Wenn die hier oben fertig sind und ich runterkomme, müssten sie ready sein. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit den ganzen Cleanstone mache, aber ich werde die mit Sicherheit noch genug zum Terraformen gebrauchen am Berg. Auf und ab, auf und nieder. Immer wieder. 3. Zack, zack, zack. Schon mal wieder hier reinschmeißen. Ach verdammt, ich hätte den Soul Shard mal auf der Hand haben sollen, als ich gekillt habe. Ich hätte den Soul Shard eben nicht, als ich den Bogen am Angry Zombie und Creeper ausprobiert habe, nicht auf der Hand. Schade. Das bringt dir nichts. Der Soul Shard ist jetzt auf Blaze geeicht. Ah. Du kannst nur eine Spezies mit einem Soul Shard fangen. Ah, okay. Also fröhliches Blaze hauen. So. Mögen die Öfen mit mir sein. Ich glaube, am Ende fehlt mir immer noch ein bisschen was. Ah, 9 Stück noch. Ich guck mal draußen, ob ein paar Slimes rumrennen. Ja, viel Spaß. Ach, warte mal. Vorher mache ich mir aber noch mal ein Eisenschwertchen rein. Vorsichtshalber, nicht, dass das mittendrin kaputt geht. Ach ja, Eisen ist ja da hinten. Ja, ich bin auch die erste Zeit, bevor ich das jedes Mal noch auch wieder den Zinder reingelegt. Nicht, dass man jetzt. An welchem steht der? So. Slimies, ich komme! Okay, jetzt muss ich das Rezept doch nochmal nachschlagen. Eine, okay, alles klar. Na komm. Level 28? Na, das wird nicht reichen. Wahrscheinlich fehlt mir ein Level am Ende. So, ihr Slime-Knoten, sonst wart ihr hier doch immer fleißig am Rumspringen. Wo seid ihr? Ja, die haben Urlaub angemeldet. Stimmt wieder ganz kurz, bevor ich rausgegangen bin, ne? Na klar. Da, egal, dann jage ich Tintenfische, ist mir auch egal. Die haben sich gedacht, nö, heute, du, ist nicht so, lass ja, mal. Einer hat den Reisebus verpasst, aber es ist nur ein kleiner. Jetzt sind es 4 noch kleinere und jetzt sind sie tot. Oma noch. Wer sich gerade fragt. Komm her, du Tittenfisch! Die Energieversorgung ist mir gerade ein wenig zu sporadisch. Wollte ich doch noch da. Eigentlich schade, dass man mit den Tintenfischen nicht noch ein bisschen mehr anstellen kann. So Kalamari oder so wären doch noch geil. Ja,
warum nicht? Gibt's noch irgendwelche Wünsche? Wenn du schon so fragst. Nein, das war eine rhetorische Frage. Darauf krieg ich das. Nein, nein. Du weißt, dass ich auf Rhetorik nicht reagiere, ne? Aus. Außer ich will es. Aus. Sitz, Platz, gib Pfötchen. Ja, von wegen, Gott, ich beiße nur.